Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satisfactory. In der letzten Folge haben wir die Monorail-Technologie so weit zusammengestellt, dass wir jetzt unsere Fracht starten können. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich sehr viele Computer brauchen. Eine Viertelstunde dauert das jetzt. Milestone reached. A new set of buildings and vehicles needed for long-range transportation has been made available. In addition to built-in power conduction, rails-based transit ensures increased efficiency and reliability for both the transport of pioneers and cargo. Okay, es bietet auch noch eine schnellere Transportmöglichkeit für Pioniere, also für uns. Das ist schon mal gut. Transport, hier haben wir jetzt für den Schienenverkehr alles Mögliche. Die Elektrolokomotive benötigt schon mal Computer und schwere Rahmen, wie ich es mir gedacht habe. Logischerweise Motoren und die Röhren, ja, wofür auch. Der Güterwaggon ist vergleichsweise günstig. Bahnhof, Frachtplattform, Frachtplattform für Flüssigkeiten, leere Plattform. Also die schweren modularen Rahmen werden wichtig. Bahnsignale, muss ich mal schauen, wie ich die genau benötige. Wie jetzt Signale für beide Richtungen aufstellst. Aha. Ah, besonders für Schienen mit Gegenverkehr und für komplexe Kreuzungen nützlich sind. Auch wie Blocksignale, jedoch reservieren Züge nur einen Pfad durch den Block statt den ganzen Block. Also so wie das normale und das Kettensignal in Factorio. Wenn es genauso funktioniert, dann sollte ich mit denen einfach klarkommen. Gut. Benötigt zwischen 25 und 110 Megawatt Strom zum Fahren. Wurde wegen ihrer Zuverlässigkeit live getauft. Kann auf Schienen gebaut werden und oder einen weiteren Güterwaggon angekoppelt werden, um Ressourcen zu transportieren. Okay. Wir müssten uns jetzt anschauen, wie das Ganze funktioniert. Da kommen halt jetzt schon die ersten Komplikationen. Weil wir werden dafür sehr viele Ressourcen benötigen und müssen gucken, wie wir das alles machen. Erstmal muss ich schauen, erstmal brauche ich überhaupt eine Lokomotive und Schienen. Die Schienen kann ich bauen. Für die Lok brauchen wir erstmal hier 5 Computer, die mache ich mir schnell selber, und die 5 Rahmen. Komme ich überhaupt auf 5 Stück? Wahrscheinlich nicht. Nee, 4 Stück. Ah. Immer Kunststoff, was fehlt. Was fehlt hier? Die Schrauben. Nur gut, dass wir die in Massen produzieren. Hier hoch die Motoren holen und dann schauen wir uns mal an, was der Zug so kann.
Beziehungsweise wie ich ihn aufbauen muss, ob ich den auch freischwebend machen kann. Ja, dann können wir die Plattform dort oben, also nicht die, sondern die weiter hinten, den wesentlich größer bauen. Sieht auf jeden Fall schon mal mächtig aus. Wir stehen halb drin. Egal. Fernstrom sieht auf jeden Fall schon mal mächtig aus. Und was mir gerade einfällt, ich bin sogar mit einer kleinen Leiter hier vorne. Weichenstellung kann ich auch direkt ändern, das ist schon mal gut. Und zwar später brauchen wir nicht einmal mehr Züge oder ähnliches, denn mit Update 7, fällt mir gerade wieder ein, kamen Luftschiffe dazu. Also Fahrzeuge, die nicht einmal mehr einer eine Verbindung zu irgendwas brauchen. So, wie verbinde ich das hier jetzt? Dafür brauche ich wahrscheinlich den Bahnhof. Um Zügen auf den Gleisen und andere Bahnhöfe mit Strom zu versorgen. Also brauche ich einen Bahnhof, der am Strom ist. Gut, also nochmal schwere modulare Rahmen und bla. Halt, vorher nehme ich das hier nochmal mit. Computer. Eigentlich mehr als nur die Party, die wir jetzt bauen können. Ich brauche ja schon alleine 8 für den Bahnhof. Also brauchen wir 13 Stück. Jetzt finde ich Kabel. Oh. Was noch schön wäre, wäre ein System, mit dem ich Dings Sachen aus Lagercontainern oder ein, sag ich mal, Teleportationslagercontainer, was auch immer. Dass ich, wenn ich was bauen möchte, aus den Lagercontainern direkt die Ressourcen rausziehe. Nein, ihr nicht. Nein, ihr auch nicht. Ah. Das geht zwar jetzt hier noch recht schnell, aber es ist trotzdem irgendwie... Na, Kacke. Weil wir müssen halt trotzdem wieder händisch herstellen. Aber für 3 Computer reicht es noch und 5 konnten wir vorher herstellen, also...
haben wir damit unsere Lokomotive und unseren Bahnhof. Damit kann ich jetzt hier einen Bahnhof setzen. Wie groß ist denn der? Sehr groß. Okay. Ah, ja, schwere Rahmen. Wer hätte es gedacht? Ja, ran damit. So, haben wir die. Transport. Jetzt finden Steilrohre. Die kann ich wahrscheinlich nicht herstellen. Nein. Dann halt nicht. Hat der ja die Steuerrohre benötigt. Sieht auf jeden Fall schon mal imposant aus. Und das Ding kann sogar gebogen werden in alle Richtungen. Das gefällt mir schon mal. Pixels und seine verbundenen Unternehmen sind nicht verantwortlich für Verzögerungen. Sehr schön. Ja, und der hat ein separat internes Stromnetz. Sein Bahnhof braucht schon mal 50 Megawatt. Pro Modul nochmal. Kein Strom, wieso nicht? Ach ja. Die haben nicht im Ernst Bremsklappen, die Züge. Jetzt will ich aber wissen, was passiert, wenn ich hier beschleunige und weiterschieße. Geht das sofort auf Null. Problem ist, der braucht Bodenplattform.
Und jetzt haben wir hier wie in Cyberpunk so eine schöne kleine Strecke. Und dann steht sogar, wie viel der verbraucht. Ist auf jeden Fall eine coole Art, sich vorzubewegen. Zugmenü. Fahrplan bearbeiten, den hinzufügen. Autopilot. Ah, weil er von der Seite ranfahren müsste. Kann ich hier... Nein, ich kann keine Weiche einbauen. Warte mal, was müsste eigentlich gehen? Ah ja. Nee. Schiene? Ah, okay. Man kann nicht einfach irgendwo mittendrin eine Schiene bauen. Oh oh. Bremsklappen ausgefahren. Andocken. Okay, geht nicht, weil halt kein Modul dran ist. Und jetzt kann ich hier noch sagen, Autopilot aus, Autopilot wieder an. Da hinfahren. Warum fährst du nicht? Los, fahr. Jetzt fährt er. Also das Ding ist schon mächtig. Und fährt einfach durch mich durch. Vorsicht, Erschlaggefahr. So, das kann erstmal alles wieder weg. Das Problem ist, das Ding braucht Bodenkontakt. Ist zwar eine Monorail, aber Bodenkontakt brauchst du trotzdem. Hängt nicht irgendwie schönerweise an der Decke.
Aber damit kann man doch schon mal arbeiten. Ups, rüber. Und das Gute ist, er braucht halt nur Strom. Und Strom kriegen wir in Massen hin. Und für mich bedeutet das jetzt, davon kann ich sogar welche bauen. Das bedeutet für mich jetzt, dass ich mich darum kümmere, dass wir dort oben die Plattform wieder aufbauen. Oder uns wieder nutzbar machen. Das hier unten bleibt erstmal so, damit können wir zumindest alles das machen, was wir benötigen. Funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle? Nicht wirklich. Wirklich viel schneller wird man dadurch auch nicht. Weil ich weiß von Let's Game It Out, der Kanal dürfte auch vielen von euch etwas sagen. Er hat sich ja mal diesen riesigen Beschleunigungsstrudel da gebaut und sich damit quer über die Karte geschossen. Ist definitiv eine Methode, aber nicht meine Methode. So, der Anschluss ans Stromnetz erfolgt hier vorne. Hier ist der allererste Bahnhof. Wird eingeschlossen. Und die Elektrolokomotive draufgestellt. Da. In welche Richtung sie steht, ist dabei egal. Hauptsache, sie steht hier jetzt erstmal und ist ins Netzwerk angeschlossen. Nächster Schritt ist dann zu schauen, wie verbinde ich das jetzt alles. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich hier oben an der Plattform alles das herstelle, was ich für den Ausbau des Bahnnetzes brauche. Das ist jetzt der Plan. Oh, ich werde das Ding nicht flecken, ich werde es zubauen. So, was benötigen wir? Also Züge und Güterwaggons baue ich noch gar nicht. Ich brauche erstmal Bahnhöfe. Und Schienen. Für Schienen brauche ich Stahl und Röhren. Also Steinträger und Rohre. Das wird schon mal wichtig. Das müsste ich schon mal irgendwie hierher holen, dass ich damit halt arbeiten kann. Beziehungsweise eine Haltestelle, zu der ich hinfahren kann, wo ich mir das Zeug holen kann. Und dafür ungenügend Material, Beton. Oh. Beschleunigung nach unten.
Hypergeschwindigkeit. Beton. Wo habe ich hier Beton? Oben wahrscheinlich. Also ab nach oben. Mal schon getrunken. Und ja, hier ist auch schon. Alles nehmen. Dann würde ich gerne einmal alles ablegen, was ich gerade nicht brauche. Die brauche ich. Okay, das kostet alles das Gleiche. Alles rein. Motoren, Computer. Computer wird halt schwierig, weil die kann ich hier eigentlich nur Zuteilung produzieren. Da können wir noch ein bisschen Kunststoff, müssen wir dann auch nochmal los. Und den holen. Genauso wie Platinen. Steuereinheiten, Quantencomputer und Kühlkörper. Ja. So, eine Lok haben wir ja schon oben stehen. Mit der können wir uns dann zumindest schon mal von A nach B bewegen. Schon mal wichtig. Hier brauche ich definitiv noch Stahlträger. Addition nehme ich auf jeden Fall auch einen Hit mit. Dann gehe ich noch mal eben los und hol mir Stahlträger. Denn die sind wichtig. Wie sich der Schatten ganz langsam aufbaut. Gut, damit sind wir wieder hier hinten. Habe ich hier irgendwas, was ich sonst noch brauche? Nee. Die Bodenplattform, einfach weil es hier hinten schöner aussieht. Nehme ich nach wie vor die normalen Fundamente. Und nicht die Betondinger. Sehen einfach schöner aus und ich will sie jetzt nicht umbauen. Aber ich sehe gerade, die Zelt ist schon wieder voll. Ist zwar schade. Halt hier Fundament. Und dadurch, dass die Folge voll ist, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, denkt dann, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.
Und bis dahin, tschüss.